In den nächsten Minuten möchte ich zusammenfassen, wie und warum wir Booksprints durchführen. Das ist eine Methode, mit der wir innerhalb weniger Tage mit eingeladenen Expertinnen und Experten ein Buch oder eine buchähnliche Wissensressource schreiben können. Eine agile Methode sozusagen. Wie Sie sehen auf der Folie hier rechts in dem Tweet von mir, habe ich diesen Übersichtsvortrag neulich in einer sogenannten Coffee Lecture an der TIB hier vor Ort in Hannover schon mal gehalten. Hier nun auch nochmal als Video. Und ich möchte anfangen mit zwei Beispielen, Booksprints, die wir in der jüngeren Vergangenheit hier durchgeführt haben, will dann aber auch ein bisschen grundsätzlicher darauf eingehen, was es eigentlich mit Büchern im Online-Zeitalter auf sich hat und warum Booksprints da eine interessante Methode sind, will auch darauf eingehen, wie das konkret aussieht, also wie Sie einen Booksprint durchführen könnten. Und will zum Schluss noch darauf eingehen, was eigentlich Booksprints aus Sicht der Organisation damit zu tun haben, digitale Fähigkeiten aufzubauen. Fangen wir an mit den Beispielen. Wir haben im Frühjahr 2018 hier in Hannover in den Räumlichkeiten der TIB das Foster Open Science Training Handbook gesprintet. Das heißt, wir haben 13 Expertinnen und Experten aus 10 europäischen Ländern ganz gezielt eingeladen und haben innerhalb von 5 Tagen mit ihnen dieses Buch geschrieben. Ja, Sie können sich das unter dem Link, der auf der Folie angegeben ist, auch angucken. Das Besondere dabei ist, dass hier eigentlich Expertinnen und Experten eingeladen worden sind, die ganz viel Erfahrung mitgebracht haben mit dem Durchführen von Trainings im Bereich Open Science und Data Science und damit eine kompakte Ressource geschaffen haben, die sich an andere richtet, die auch solche Trainings und Workshops durchführen wollen. Und letzten Endes ist das heute ein Repository, was auf GitHub vorhanden ist, was wie ein Buch dargestellt und benutzt werden kann und was zwischenzeitlich in verschiedene andere Sprachen auch übersetzt worden ist, weil es eben unter einer freien Lizenz steht, die das erlaubt. Unsere Rolle als TIB bestand in Anführungszeichen nur darin, zusammen mit den Machern des europäischen Projekts Foster die Initiative zu ergreifen, die Expertinnen und Experten einzuladen und sie dann schlussendlich durch diesen Prozess hindurchzuführen, ja, also aufbauend auf vorangegangenen Erfahrungen mit Booksprints zu zeigen, Handreichungen zu geben, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um das innerhalb von 5 Tagen in dieser kompakten Form zu schaffen. Schauen Sie sich also das Ergebnis mal an. Ein ganz anders gelagerter Fall, der aber auch was Interessantes erzählt über die Methode Booksprint, ist die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Das ist eine Einrichtung, die in Düsseldorf und Berlin sitzt und die in Deutschland für die berufliche Bildung im Bereich öffentliches Gesundheitswesen zuständig ist. Und mit dieser Akademie zusammen haben wir beginnend Anfang 2019 eine Serie von kurzen Kapitelsprints gemacht, in der jeweils eingeladene Expertinnen und Experten Kapitel für Kapitel ein umfassendes, strukturiertes Handbuch zum öffentlichen Gesundheitswesen in Deutschland geschrieben haben und noch dabei sind, es zu schreiben, dass es so in dieser Form in Deutschland bisher noch nicht gab. Auch dies liegt unter einer freien Lizenz als strukturierter Text bei GitHub und kann im Browser als Buch betrachtet werden, kann aber auch gedruckt werden und kann vielfältig genutzt werden und weiterentwickelt werden. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Hier ist die Besonderheit: Wenn Sie Booksprints googeln, werden Sie ganz schnell darauf stoßen, dass es auch seit Jahren erfolgreiche kommerzielle Dienstleister zum Beispiel in diesem Bereich gibt. Natürlich, das also nicht nur wir führen Booksprints durch, das ist eine sehr etablierte, agile Methode mittlerweile. Die Besonderheit hier in diesem Fall, was wir machen, was wir gemeinsam mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen entwickelt haben und was Sie normalerweise bei derartigen Dienstleistern nicht finden, ist dieser Ansatz, ein sehr umfassendes Lehr- und Referenzhandbuch Kapitel für Kapitel zu entwickeln durch eine Reihe von Booksprints mit jeweils unterschiedlichen Gruppen von Expertinnen und Experten. Und das ist vielleicht der richtige Punkt, nochmal einen Schritt zurückzutreten und grundsätzlicher zu werden. Was ist das Buch im Online-Zeitalter?
Wir haben eigentlich heute ein Missverhältnis, meines Erachtens. Wir haben eigentlich einen sehr dynamischen Wandel des Wissens. Also es kommen immer mehr Wissensgebiete hinzu. Die Wissensgebiete, die wir haben, die wir beobachten, die entwickeln sich sehr dynamisch. Und wir haben auf der anderen Seite eigentlich die Produktionszyklen des Printzeitalters. Ja, also wir haben die Initiative, ein Buch zu schreiben, die so aussieht, dass Autoren mit dem Auftrag, ein Kapitel oder einen bestimmten Beitrag zu leisten, bei sich zu Hause landen, isoliert das abarbeiten und dann irgendwann, oft viel später, nach dem Schreiben eines entsprechenden Manuskripts, dann tatsächlich ein fertiges Buch erscheint. Das ist so nicht mehr angemessen. Wir sollten heute über Wissensgebiete so denken, dass oft für auch ganz neue, sehr spezielle Themen latent ein Handbuch schon da ist, nämlich in den Köpfen einer bestimmten Community der Expertinnen und Experten, die es in dem jeweiligen Bereich gibt. Und dass es sozusagen ausreicht, in Anführungszeichen, weil trivial ist das nicht, diese Expertinnen und Experten einmal zusammenzubringen, durch diesen Prozess hindurchzuführen, und dann hat man ein Produkt, das sozusagen ein homogener, strukturierter, insgesamt sehr hochwertiger Ansatz ist, dieses Wissensgebiet strukturiert abzubilden. Und das heißt, die Communities für dieses Sprinten von Hand- und Lehrbüchern sind immer schon vorhanden. Das ist meine These hier. Und wir sehen also mit den Booksprints die Möglichkeit, agil im Sinne von sehr ergebnisorientiert, aufbauend auf Erfahrungen mit dieser Methode, gemeinsam eine Community dahin zu führen, ihr Wissen in der Form abzubilden. Und was heißt das jetzt für das Warum? Ja, also nochmal die These, ein solches Team hat sozusagen ein latent vorhandenes Handbuchwissen. Also machen Sie gedanklich den Test, überlegen Sie sich, wenn Sie die Experten und Experten in Ihrem eigenen Fachgebiet fragen würden, okay, was wäre das Inhaltsverzeichnis zu dem Lehr- und Referenzhandbuch zu diesem speziellen Thema? Die wären wahrscheinlich alle dazu in der Lage, schnell Ihnen ein solches Inhaltsverzeichnis zusammenzustellen. Und dann, wenn Sie mehrere von diesen Expertinnen und Experten in einem hochspeziellen, vielleicht ganz neuen Gebiet das fragen würden, dann würden sich diese Entwürfe von Inhaltsverzeichnissen sogar ähneln. Ja? Und das zeigt die Möglichkeit dazu, dieses Wissen anzuzapfen sozusagen, ist eigentlich da, und wir müssen es nur machen. Ja? Und dann dafür sorgen, dass es sehr ergebnisorientiert und auf einem einheitlich hohen Niveau als ein gemeinschaftlich verantwortetes Produkt dann aufgezeichnet wird. Und das Schöne eben an diesen Open Educational Resources, werden sie auch oft genannt, ja, oder Open Access Publikationen, die von vornherein digital und unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen, ist eben, dass sie auf eine ganz vielfältige Weise nachgenutzt werden können. Also sie können zum Beispiel fortgeschrieben werden als Living Book. Es sind zum Beispiel Updates reibungslos möglich. Sie können aber auch als strukturgebend für Lehrmaterialien verwendet werden, zum Beispiel um darauf einen MOOC-Kurs aufzubauen, oder als Referenzpunkt in Zeitschriftenartikeln, um bestimmte Grundlagen nicht immer stets zu wiederholen, sondern nur noch auf diese Art Handbuchliteratur verweisen zu können. Also um originäre Forschung, die erst gemeinsam entwickelt werden müsste, abzubilden, eignet sich das Format Booksprint vielleicht nur bedingt. Aber ein Großteil dessen, was wir als Literatur brauchen, ja, geht auch gar nicht darum, sondern es geht eigentlich darum, etwas zu konsolidieren, was als virtuelles Handbuchwissen sozusagen in den Köpfen schon vorhanden ist. Und last not least, Sie werden früher oder später auch beobachten im Umfeld von Booksprints, dass diese Art, den Content zu entwickeln im Booksprint, natürlich nicht nur das Buch als Produkt hat, sondern auch dazu führt, dass die Community der Autorinnen und Autoren sich entwickelt daran. Ja. Und jetzt lassen Sie mich versuchen, ganz kurz schrittweise Sie durch die Methode durchzuführen. Was bedeutet das, einen Booksprint durchzuführen? Wie sähe das aus? Wie sieht es aus? Ich muss Sie hier warnen. Also ich meine, ich begegne oft der Situation, dass in der Beratung zu einem Booksprint ich mit einer Idee konfrontiert werde wie, oh, muss ich denn unbedingt Expertinnen und Experten einladen? Kann ich nicht einfach meine Studierenden das machen lassen? Oder kann ich mich nicht einfach auf einer Konferenz hinstellen und jeder, der vorbeikommt, schreibt mal ein bisschen oder so? Das sind alles schöne kreative Ideen, aber ich sage Ihnen,
das spezifische, interessante Potenzial, was in den Booksprints, wie ich sie Ihnen ganz am Anfang dieses Vortrags gezeigt habe, beispielhaft, was da drin steckt, bekommen Sie mit dieser Methode hin und nicht unbedingt anders. Und probieren, also verfahren Sie sozusagen nach dem Kochrezept, wie ich es Ihnen hier zeige, und variieren Sie erst danach, wäre so mein Tipp. Die ganz grundsätzliche Überlegung, wenn Sie anfangen zu planen, ist, Sie werden auf jeden Fall irgendwie Geld und Aufmerksamkeit investieren in Ihr Buchprojekt. Ja? Die traditionelle Herangehensweise ist eigentlich, dass Sie sich den Markenwert eines Publishers kaufen, also sich sozusagen von einem Verlag Vorgaben machen lassen, wie Sie vorzugeben haben bei der Buchproduktion. Und ich würde Ihnen davon abraten, tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber was ich sagen will, ist, die Art, wie Sie die Buchproduktion anlegen, sollte Ihrer eigenen Entwicklung und der Entwicklung Ihres Contents dienen. Ja. Was ich damit meine, mit der eigenen Entwicklung, darauf komme ich ganz zum Schluss des Vortrags, gehe ich nochmal kurz drauf ein. So, und dann geht es ans Eingemachte. Wenn Sie geplant haben, also was für, wie das aussehen soll, zu welchem Thema Sie überhaupt das Buch geschrieben haben wollen, dann überzeugen Sie so circa 8 bis 12 Expertinnen und Experten, sich 3 bis 5 Tage an einem Ort zu treffen und wirklich konzentriert daran zu arbeiten. Das ist sozusagen, das sind die Grundzutaten, das ist wichtig. Und ansonsten ist es wichtig, gerade nicht mehr zu tun. Ja? Also bereiten Sie nichts vor, sondern starten Sie den Sprint mit einem leeren Blatt. Das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass bei den von Ihnen eingeladenen Expertinnen und Experten überhaupt das Gefühl aufkommt, gemeinsam verantwortlich zu sein, was innerhalb dieser Tage entsteht. Ja? Also auch das zeigt die Erfahrung, es ist besser, bei Null loszulegen, nur das Thema klar zu haben und dann die Expertinnen und Experten machen zu lassen, die also die Themen, das Thema überhaupt erstmal strukturieren zu lassen, ein Inhaltsverzeichnis zu entwickeln und dann umzusetzen und zu schreiben. Ansonsten, was ist der Endpunkt? Streben Sie etwas an, zu entwickeln im Booksprint, was selbsterklärend ist. Das heißt nicht, dass es nicht redaktionelle Verbesserungen gibt, die an dem Manuskript nach Ablauf des Sprints gemacht werden könnten, Lektorat und so weiter. Aber wichtig ist, dass das Produkt auf eigenen Beinen steht und ohne Metatext sozusagen für sich spricht, von Fachleuten aus dem jeweiligen Bereich reviewed werden kann, verbessert werden kann, also nur noch inkrementell sozusagen. Weil wenn Sie nicht dieses anspruchsvolle Ziel setzen, also etwas Selbsterklärendes insoweit Abgeschlossenes zu schaffen, dann wird es vage und franzt aus. Also das sollte schon das Ziel sein. Und dann, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ganz wichtig, fünftens, geben Sie den Autoren volle gemeinsame Verantwortung für das Produkt. Das bedeutet, dass eigentlich am Anfang eines Booksprints Sie immer so eine gewisse Spannung im Raum haben. Also diejenigen, die noch nicht an einem Booksprint beteiligt waren, fragen sich, oh, geht das überhaupt? Klappt das? Werden wir am Ende irgendetwas da haben, was uns selbst überzeugt? Und diese Spannung brauchen Sie. Also Sie müssen die Autorinnen und Autoren bei Null anfangen lassen und sie alles verantworten lassen, was dann passiert. Und dann passiert die Magie, nämlich dass sie alleine gemeinsam im Wechsel an den Kapiteln, die anfangs entworfen worden sind, schreiben, gegenlesen, umbauen, verwerfen. Und letzten Endes, was der Booksprint Facilitator macht, den Sie unbedingt einbeziehen sollten, der moderiert diesen Prozess, er räumt Hindernisse aus dem Weg, also im agilen Jargon würde man es vielleicht Impediments nennen, und bietet also sozusagen von Anfang an eine bestimmte Struktur für diesen Prozess. Eine Nachbetrachtung, die ich ganz zum Schluss noch nennen möchte: Booksprints können zum Aufbau digitaler Fähigkeiten einer Organisation beitragen, wenn Sie es mal aus der Perspektive der Organisation betrachten. Es gibt von JISC dieses sehr interessante Framework zum Digital Capability Building. Und wenn Sie mal drüber nachdenken, allein die Idee für Ihre Organisation, das eigene Wissen, das benötigte Wissen in einer Lernressource selbst aufzubauen und zur Verfügung zu haben, ist ein Element des Aufbaus digitaler Fähigkeiten.
Und aber auch eben die Expertinnen und Experten für das jeweilige Thema in die Verantwortung zu bringen, ja? Ihnen sozusagen Methoden an die Hand zu geben, sie durch Prozesse durchzuführen, sie aber sozusagen kreativ, eigenverantwortlich dies gestalten zu lassen.